Hallo, hier Daxel mit Serena. In der letzten Folge, beziehungsweise ich glaube kurz davor haben wir am Ende eine Leiche entdeckt und ich denke, entweder ist es sie oder wir sind es selbst. Ich habe es gerade so ein bisschen durcheinander Thing. gebracht. It can't be her, can it? Is any of this even real? Also, von dem, was er jetzt die ganze Zeit erzählt, muss man davon ausgehen, dass sie es ist, aber es können auch wir selbst sein, von dem, in dem Bild sah man ja, dass wir selbst quasi tot sind. Also, es könnte sein, so sein. What's happening to me? Is this real or some kind of drug-fueled nightmare? Wish I could overdose myself with this. Nah, an easy way out is never the best one. My head is pounding. Is it the pills I never took? Is this my punishment? Shattering it would get me some sharp shards. But no, I'm so drained. It's all futile anyway. If only I could see her hold this again. But now, this is real. No dream was ever like this. I can't touch it. It was hers. What did I do to my love? When was the last time she brushed her hair? Did I brush her hair when I. They say hair is just dead cells, anyway. The more hair you have, the more strands of dead cells sprouting from your scalp, streaming behind you in your wake. She's not coming back. She never left. I've been running from a lot, but I can't run away from this. I must be in shock. It still hasn't sunk in emotionally what I must have done. What else would explain it? Das hier wird nichts mehr bringen. Das hier bringt auch überhaupt nichts. Und hier war nur. Okay. So, hier haben wir ja eigentlich auch schon alles durch. Ah, die sind immer noch da. Dann will ich hier nur noch mal schauen. Wegen dem Ding hier noch. Why did she have to be like that? Why did she always toy with my feelings? What have I done to you, my Serena? I can't think about this. I feel faint. Have to breathe normally. I must have taken her ring off when. Why is it in this chest? Was it guilt? Disgust? Denial? In sickness? And in health, until death do us part. So, ich würde gerne noch. Okay, sagt doch alles so, gut. Dann hier rüber. Dann war es raus. Do you realize how stupid this was? We had a plan. I took measures to ensure nothing like this would happen. But no, you couldn't help your damn self. We can't risk moving it now. The bulldozers are coming any minute. Fire will do it. Do you think they will buy it after all this time? It's been months since you. Don't worry, it's all covered. He spent much time here. Fine, give me the kerosene. Shit! You forgot your. Fuck! You're so stupid to leave it. Why did you do that? Can you calm down? I couldn't bear to wear it any longer. It's in a safe place. We'll pick it from the ashes. No! Not like this! Please! No!
true. So. Okay, viel ist es ja nicht mehr. Passiert noch was, oder? Ja, würde ich meinen. Moment. Ja, das war's dann wohl von Serena. Ja. Okay, was kann man noch so dazu sagen? Also, eigentlich nicht viel. Also, ja, doch, genug. Also, ich, persönlich wollte dazwischen auf jeden Fall auch nicht so viel immer sagen, weil die Episode gab es auch so her und er quatscht ja auch so viel. Und das macht ja im Prinzip das Spiel aus. Daher ist so, dass das Einzige, also es ist halt ein Endgame und es besteht halt hauptsächlich darin, einfach Objekte anzuwählen und dann erzählt er was darüber und dann halt so lange drauf zu drücken, bis dann halt sich die Aktion wiederholt oder wie halt ja zum Schluss sich beendet. Ich hätte gehofft, dass ich noch irgendwie jetzt zum Schluss rausgehen könnte, aber die Option war nicht gegeben. Es war halt so, naja, so komplett geskriptet, ist aber natürlich in Ordnung, wie es war. Es fühlt sich teilweise dadurch ein bisschen eintönig an, dass man halt immer das Gleiche macht. Auf der anderen Seite wird es halt mit der Musik und der, also mit der Story so selber so ein bisschen, also durch den Wechsel der Story oder den Wendungen, eher gesagt, wieder rausgeholt. Und das Ende, finde ich, war halt dann, also damit habe ich nicht gerechnet, dass dann doch ein richtiger Dialog da stattfand und ja, dass es dann halt genau so passierte, damit habe ich dann nicht gerechnet. Ja, aber ich kann ja mal noch so gucken, in meinem schlauen Büchlein wie immer, was es noch so geben könnte, was man so anpacken könnte, oder? Egal, also was kann man noch sagen? Story ist ja hier relativ einfach gegeben, man muss halt einfach nur irgendwas anklicken und dann erzählt der Charakter etwas darüber. Das ist so im Prinzip die Story, wie sie einem gegeben wird.
Und ich sehe aber, hier ist irgendwie noch mehr. Ist vielleicht wahrscheinlich ein neues Spiel. Keine Ahnung, finde ich raus. Ja. Und das ist halt das Einzige, was man halt wirklich kritisch ansehen kann, dass man halt immer die gleiche Aktion im Prinzip ausführt und immer die gleiche Reaktion darauf kommt. Naja, ja, jetzt habe ich hier halt noch einiges zu stehen, was halt so typisch für andere Spiele wäre. Spielsystem, Spielfläche, Spielmenü hat. Das ist alles hier nicht großartig gegeben. Es ist ein Indie-Game, es ist relativ kurz und es ist auch nicht notwendig, dass man da etwas weiteres sieht. Handling ist ganz in Ordnung, also man musste jetzt auch nicht hektisch hin und her rennen und es war aber flüssig, also passt genauso. Spielspaß, da kann ich schon wieder mit der Eintönigkeit kommen. Aber es ist halt komplett storybasierend. Daher ist das, finde ich, in dem Sinne ganz in Ordnung. Wie der Spielwert ist, finde ich jetzt nicht so groß. Die Story ist halt einmal durch und dann. So, einfach Mittelteil, Ende. Ich finde, Anfang und Mittelteil gibt sich nicht viel, weil es halt fließend übergehend ist und wie gesagt, man eigentlich immer die ganze Zeit das Gleiche macht. Das Ende holt es halt wieder ein bisschen raus. Deswegen bin ich. Ich bin jetzt. Also. Am Anfang dachte ich mir so 8, aber ich denke, so 7 von 10 Punkten ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Ja, sicher, andere würden wahrscheinlich höher oder niedriger gehen, aber ich finde, es ist ein gutes Spiel, aber es ist jetzt nicht hochgradig. Also, manche würden, wie gesagt, vielleicht noch auf 8 gehen, aber ich denke, 7 ist vollkommen angemessen. Und es ist dann doch ein bisschen länger gewesen als gedacht, aber wahrscheinlich war es auch einfach meine Spielweise, 300 Minuten. Also woanders, wo ich geguckt habe, stand halt, dass es ungefähr eine Stunde dauert. Aber ja, es ist halt auch so ein bisschen mein Stil, dass ich dann ein bisschen hier und da gucke. Ja, jemand ist online. Okay, also ich würde meinen, mehr kann ich jetzt zu dem Spiel noch nicht mal sagen. Ja, ich guck dann auch mal gleich, was das hier überhaupt noch ist. Schau ich dann mal. Und, ja. Ich hoffe, dieses recht kurze Projekt hat euch gefallen. Es ist ja, wie gesagt, anders als ich es erst gehofft hatte, was für ein Genre das ist, aber es ist halt einfach ein Indie-Game. Echt trauriges Indie-Game, wenn man so will. Und ja, mir hat es Spaß gemacht. Es ist halt, jetzt ist halt in diesem einen Raum, aber da muss man halt immer wieder alles abklappern und naja. Gut, beenden wir die Chose. Viel kann man jetzt nicht zu sagen. Ich gucke dann mal in Kürze, ob ich dann noch ein zumindest ein weiteres Horror-Ding bekommen. Das war ja eigentlich so meine Andacht. Da war das hier tatsächlicherweise so, dachte ich so, okay, das könnte vielleicht sein. Ich kann ja mal kurz gucken. Mal kurz schauen. Oh Gott, Shopseite, ein bisschen schneller. Come on. Oh, jetzt ist es sich natürlich Zeit. So muss das sein. Alles klar. So, Horror. Also jetzt, das Ding sagt mir auf jeden Fall Action, Abenteuer, Indie. Ich hoffe, es ist hauptsächlich Horror. Es sieht eigentlich recht interessant aus. Das ist das nächste, was ich mir da angedacht habe, aber vielleicht sollte ich vielleicht eher auf Horror auf Deep oder Home Sweet Home gehen. Ja, wollen wir mal gucken. Beides ist ungefähr so im Sinne 4 bis 5 Stunden. Eins davon war, glaube ich, Maximum 8 Stunden gewesen. Aber ja, ihr seht hier, das ist alles so das, was noch Let's Play-technisch dazukommen wird oder ja, noch weitergehen wird. Ring of Elysium ist ja so ein Multiplayer-Game. Whatever. Das wird also so drinne bleiben. Weil ich wahrscheinlich auch dann so mal eine weitere Kategorie hinschmeißen.
Und ja, das hier ist meines Erachtens Half-Life 2 Mod. Das kommt auf jeden Fall auch dazu. Mal schauen. Aber ja, ich denke, eins von diesen dreien wird es sein. Home Sweet Home, Horror of the Deep oder Master Reboot. Ich glaube, Master Reboot werde ich erstmal nehmen. Weil es so eine kleine Überraschung dann sein wird, was es dann nun wirklich ist. Also, genre-technisch war das ja jetzt irgendwie, wusste man nicht, was es sein wird. Naja. Okay. Beenden wir es endlich. Ich habe genug gequatscht. dies war's von Simona. Wie gesagt, das nächste ist hoffentlich dann ein Horrorspiel. Also Master Reboot werde ich mal in nächster Zeit mal angehen. Nur nicht mehr heute. Heute habe ich keine Zeit mehr. Und ja, bis zu den nächsten Projekten, nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hat das Projekt gefallen, eher gesagt. euer Dag selber. Bis dann.